euch. Also, letzte Nacht hat es bei uns endlich mal wieder geregnet. Wir hatten 19 Liter auf den Quadratmeter Niederschlag. Hier kann man es auch ganz gut sehen. Aktuell bei mir hinter der Scheune. Hier, wo der Boden eh schon ziemlich verdichtet ist, verfahren ist, sammelt sich das Wasser wieder. Auf den Feldern sieht es natürlich ganz anders aus. Also da steht nicht das Wasser. Der Niederschlag war jetzt mal dringend nötig. Ja, für viele Kulturen leider viel zu spät. Aber nun ja, wir müssen das Wetter so nehmen, wie es kommt. Und ich bin jetzt froh darüber, dass es auf jeden Fall mal 19 Liter auf den Quadratmeter geregnet hat. Und die nächsten Tage soll es auch immer mal wieder bei uns regnen. Gut, also zum eigentlichen Thema. Was steht heute auf dem Plan? Wir werden heute die ganzen Felder durchschaffen, wo in den nächsten Tagen dann Begrünung reinkommt, reingesät wird und auch der Raps ausgebracht wird, ausgesät wird. Und dazu werden wir jetzt gleich den Case rausholen und den Krümmler anhängen. Und dann werden wir anschließend rausfahren ins Feld. Gut, legen wir mal los. Im ersten Straßengang beim Eggen. Ich habe so eine Geschwindigkeit von 8 bis 12 km/h. Ich würde gerne schneller fahren, aber ja, mit diesem Schlepper geht das nicht so gut. Da fühlt man sich wie so ein Flummi drauf. Weil der hat keine gefederte Vorderachse. Und ja, da merkt man das halt doch schon ganz schön. Also ich fahre jetzt gerade 9,5 km/h. Und man merkt, der ganze Schlepper schaukelt sich ziemlich auf. Und ja, ich sag's mal so, für den Fahrer ist es noch ja, recht bequem. Wie gesagt, ich habe einen gefederten Fahrersitz, da geht das noch. Aber ja, meine Beifahrerin muss ganz schön leiden. Aber nun ja. Wetterverhältnissen werden natürlich auch die Maschinen dementsprechend dreckig. Beim Case wurden vor wenigen Tagen erst die Scheiben geputzt. Das hätte man sich natürlicherweise sparen können, aber naja. Im Nachhinein ist man immer schlauer, irgendwann muss man es mal machen. Und ja, also zum Boden. Der Boden ist hier im Feld ziemlich unterschiedlich. Man kann hier erkennen, dass das Erdreich hier ziemlich feinkrümelig ist im Vergleich zu dem, was wir am Anfang geeggt haben. Das wurde jetzt hier einmalig bearbeitet und unten am Feld bin ich zum Teil sogar zweimal drüber gefahren, um dasselbe Ergebnis zu erzielen wie hier. Wir können auch mal ein paar Schritte nach unten laufen und ihr werdet sehen, dass das Erdreich im Vergleich doch sehr grobschollig ist. Also hier zum Beispiel fängt schon an. Hier hat man dann wieder vereinzelt diese Brocken, die wir eigentlich ja auch nicht so haben möchten, weil wir das Ganze natürlich hier so feinkrümelig
als Saatbeet vorfinden möchten. Ja, jetzt laufen wir noch ein paar Schritte. Und hier kann man auch wieder ganz gut erkennen, dass hier vereinzelt diese rupfschuligen Brocken, Erdklumpen auf dem Feld da liegen. So, jetzt laufen wir zurück zum Schlepper, machen noch unten den Anwender und dann geht's weiter zum nächsten Feld. Circa. Das ist ziemlich am Hang. Das wird jetzt auch noch bearbeitet, durchgehegt. So, also ich bin jetzt bereits schon ein paar Bahnen gefahren und ich denke, man kann es ganz gut erkennen. Unterhalb vom Schlepper, links vom Schlepper, ist bereits schon bearbeitet, gehegt und rechts davon ist unbearbeitet. Und hier kann man auch schön übers Feld fahren, ohne dass man durch die ganze Kabine hoppelt, wie am Feld zuvor. Kann jetzt hier auch in den zweiten Gang beispielsweise schalten und kann hier gemütlich mit 14 km/h überfahren. Habe ein sehr schönes Arbeitsbild, auch ohne Kreisläge. Also hier sieht man mal wieder, wie verschieden das Erdreich von Feld zu Feld doch sein kann. Wir sind jetzt am nächsten Schlag angekommen. Den werden wir jetzt wie die Schläge zuvor genauso bearbeiten und einmal durcheggen. Hier in den Nachbarfeldern steht aktuell noch Mais. Der wird aktuell gehäckselt. Mal schauen, vielleicht sieht man ja auch die eine oder andere Aufnahme. Da wird aktuell mit einem New Holland Feldhäcksler gehäckselt. Nothing's left. Life I had to choose, dark walls to bear, no one else would like to share. It's a matter of fact that my heart's ist wieder abgehängt. Die Flächen, die zu bearbeiten waren, sind bereits bearbeitet. Wie man auch gut auf Kamera erkennen konnte vorhin in den Aufnahmen,
Die Kollegen sind bereits am Häckseln bei uns. Ja gut, bei uns im Ort ist eigentlich traurigerweise nur noch ein Betrieb, der Milchvieh hat und auch häckselt. Und die sind aktuell dabei, den Mais einzufahren. Gehäckselt wird mit einem New Holland, mit einem recht neuen. Und abgefahren wird mit einem Klaas und mit einem Case. Ich meine, der Case ist ein 140er und der Klaas ist ein, oh, wenn ich mich nicht täusche, ein 150er. Welche genaue Bezeichnung die jetzt haben, das kann ich nicht genau sagen. Aber man hat gesehen, auch bei uns wird der Mais bereits gehäckselt. Es ist wie mit allem anderen auch dieses Jahr recht früh. Aber beim Mais muss man auch schauen, beim Silomais beispielsweise, dass der Trockensubstanzgehalt, ja, der TS-Gehalt nicht zu niedrig ist, da er sich so im Silo nicht verdichten lassen würde, wenn er zu trocken wäre. Deshalb muss man auch beim Mais, bei der Silage, im richtigen Moment anfangen oder im richtigen Moment ernten. Gut, das war's dann für den heutigen Vlog. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut und habt eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.